Guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen zur Phoenix-Runde. Abhören mit Freunden, ja, das geht. Zum Beispiel bei BND und NSA in Bad Aibling. Jahrelang haben die Deutschen den Amerikanern beim Ausspähen geholfen. Im Visier auch Wirtschaftsunternehmen und politische Entscheider in Europa. Der Verdacht, das Kanzleramt hat weder hingesehen noch nachgehakt. Nun wachsen die Zweifel an der Argumentation der Bundesregierung, auch innerhalb der Großen Koalition. Das Misstrauen wächst. Koalition in der BND-Affäre, das ist heute unser Thema und das sind meine Gäste. Bei uns ist Nina Warken. Sie ist für die CDU die Obfrau im NSA-Untersuchungsausschuss. Sie will in der BND-Affäre aufklären und hält Forderungen nach personellen Konsequenzen, zumindest im Moment, für Effekthascherei. Konstantin von Notz ist mit uns. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen ist ebenfalls Obmann im NSA-Ausschuss. Er fordert Aufklärung von der Bundesregierung, besonders von der Kanzlerin. Christian Fliesek, der Sozialdemokrat, ist ebenfalls Obmann im NSA-Ausschuss, Koalitionspartner von Frau Warken. Mal schauen, in welcher Stimmung das heute hier läuft. Er kritisiert, die Union habe mit dem Versprechen eines No-Spy-Abkommens eine Nebelkerze im letzten Wahlkampf gezündet. 2013 war das, dazu kommen wir auch noch exakt. Und wir freuen uns, dass Professor Ulrich von Alemann mit uns ist. Der Politikwissenschaftler beobachtet die Akteure in der BND-Affäre und sieht zumindest langfristig Gefahren für Koalition und Kanzlerin. Herzlich willkommen Ihnen allen. Frau Warken, bei Ihnen würde ich gern beginnen. Die Enthüllungsplattform WikiLeaks hat gestern knapp 1400 Seiten ins Netz gestellt aus dem NSA-Untersuchungsausschuss, aus öffentlichen Sitzungen, offenbar Protokolle von 34 Zeugenaussagen. Wie gravierend ist dieser Vorgang? Also ich glaube, dass WikiLeaks dem Ausschuss damit einen Bärendienst erwiesen hat. Wir haben bewusst uns dafür entschieden, die Protokolle im Moment noch nicht zu veröffentlichen, eben weil wir nicht wollen, dass sich Zeugen mit diesen Protokollen konkret auf ihre Zeugenvernehmung vorbereiten können. Und deswegen glaube ich, dass es keine gute Sache war, diese Protokolle jetzt vorab zu veröffentlichen. Herr Fliesek, wenig hilfreich hatte auch der Ausschussvorsitzende, Herr Sensburg, direkt schon wenigen Stunden danach kommentiert. Wie bewerten Sie diese Aktion? Hat Herr Assange da irgendwas missverstanden? Nun ja, wir haben ja sowohl von den Sitzungen, von den öffentlichen Sitzungen auch Blogger gehabt im Ausschuss, die eigentlich immer fast schon Wortprotokolle erstellt haben und zeitnah ins Netz gestellt haben. Ich sage mal so, wir als SPD haben uns immer dafür eingesetzt, dass möglichst viele Protokolle veröffentlicht werden von den öffentlichen Sitzungen. Wir sind sogar mit Anträgen so weit gegangen, dass wir gesagt haben, auch von den nicht öffentlichen Sitzungen müssen die Protokolle veröffentlicht werden, natürlich um die geheim zu haltenden Bestandteile bereinigt. Das war immer eine Forderung. Und die werden wir auch weiter aufrechterhalten, weil ich glaube, im Ausschuss ist an großer Transparenz seiner Arbeit sehr gelegen. Die Opposition wird es vielleicht ein ganz klein wenig anders sehen. Allerdings, Herr von Notz, je lauter Sie jetzt jubeln, desto misstrauischer werden die anderen auf Sie gucken, oder? Naja, wir sind auch nicht ganz glücklich über das Verfahren. Erstmal ist mehr Transparenz natürlich besser als weniger. Aber es gibt für diese Veröffentlichung der Protokolle ein geordnetes Verfahren. Das ist nicht eingehalten worden. Und das ist eigentlich nicht so gut, weil der Mehrwert eher gering ist. Der Kollege hat es gesagt, wir wollten diese Protokolle öffentlich machen. Wir streiten uns als Ausschuss mit der Bundesregierung seit mehreren Monaten über das genaue Prozedere. In den nicht öffentlichen Teilen werden unsere Fragen teilweise sogar geschwärzt. Dagegen gab es Protest von unserer Seite. Und deswegen haben wir sie eben noch nicht öffentlich machen können. Aber auch der Ausschuss wollte diese Protokolle öffentlich machen. Und wie man dann mit dem Problem umgeht, dass sich BND-Zeugen dann eben sehr genau vorbereiten können, das ist tatsächlich ein Problem. Aber das ist teilweise eben durch Netzpolitik.org, das sich größter Beliebtheit innerhalb des BND offenbar inzwischen erfreut, schon gewährleistet. Also die haben schon Expertise vorab und können so eine Art Coaching dann machen. Wenn Sie sagen geordnetes Verfahren, wie würde das aussehen, zumindest jetzt aus Ihrer Perspektive der Veröffentlichung, welcher Zeitabstand? Ja, im Grunde hätte das schon lange passieren müssen und wir haben tatsächlich darauf gedrängt, dass man das nun voranbringt. Aber man muss eben dann im nicht öffentlichen Teil, im geheimen Teil,
was geschwärzt wird und was nicht geschwärzt wird, konsentieren. Das war zumindest bisher unser Bestreben, das mit der Bundesregierung irgendwie gemeinsam hinzubekommen. Und das war bisher eben leider nicht möglich. Ich kann nur sagen, ich als Abgeordneter empfinde es als massiv übergriffig, wenn sozusagen Fragen von uns, in denen keine geheimen Worte fallen oder so, geschwärzt werden, weil dann gesagt wird, aus dem Kontext könnte man Dinge erkennen. Ich glaube, der Ausschuss würde sehr gut daran tun, maximal transparent mit diesen Vorgängen umzugehen. Herr von Alemann, aus Ihrer politikwissenschaftlichen Sicht, der WikiLeaks-Gründer Assange hat jetzt argumentiert und hat diese Veröffentlichung begründet und hat gesagt, die Öffentlichkeit habe ein Recht auf diese Information. Muss man vielleicht zurückfragen, will tatsächlich die ganze Öffentlichkeit, will der Bürger das tatsächlich so genau wissen? Kann er damit überhaupt was anfangen mit 1400 Seiten? Sicherlich nicht. Die ganze Materie ist im Bewusstsein der Bürger ziemlich am Ende der Agenda. Ich glaube, 17% interessieren sich dafür nach neueren Umfragen. Ich glaube auch, und es ist erstaunlich, dass in dieser Runde hier, in der Regierung und Opposition sitzt und die zwei entscheidenden Regierungsparteien es alle für wenig hilfreich halten und offensichtlich Assange über seinen Ziel hinausgeschossen ist, einen Nebenkriegsschauplatz eröffnet. Es geht um viel wichtiger und wesentlichere Dinge in dieser ganzen Debatte als um diese Veröffentlichung, die ja teilweise schon erfolgt und die sowieso sich auch nur auf den öffentlichen Teil der Ausschusssitzungen erstreckt, die ja zugänglich sind für Beobachter. Und insofern glaube ich, tut der ganzen Sache einen Bärendienst durch diese Art der Veröffentlichung. Vielleicht braucht er mal wieder selber Öffentlichkeit. Ja. Das ist vielleicht der Grund. Ja, in der Tat aber ist es so gewesen, dass der NSA-Untersuchungsausschuss, der ja seit dem März 2014 arbeitet, ich glaube am 20. März eingesetzt wurde, ja so fast ein bisschen im Verborgenen dann zuletzt gearbeitet hat und jetzt durch diese ganze BND-Affäre ja doch wieder ein bisschen an Fahrt öffentlich aufgenommen hat. Sie alle sind an der Aufklärung interessiert. Das haben Sie auch vor der Sendung so bekundet. Frau Wagen, wenn ich Sie jetzt frage, was ist jetzt das Nächste, was passieren muss in der Aufklärungsarbeit? Sie haben nächste Woche, am nächsten Donnerstag in der Plenarwoche wieder eine Sitzung, hören unter anderem BND-Präsident Schindler. Wie muss das sozusagen dann weiterlaufen? Weil die Öffentlichkeit möchte jetzt eigentlich diese anderen Gesichter sehen, zum Beispiel von den Kanzleramtsministern. Ja, genau. Wir werden in der nächsten Woche mit den Zeugenvernehmungen fortfahren. Wir haben uns ein Programm vorgenommen bis zur Sommerpause, das schon mehr oder weniger feststeht. Wir wollen aufklären, wir wollen erst die Fakten sichten, dann Bewertungen vornehmen und dann schließlich über Konsequenzen sprechen. Wir haben in der vergangenen Woche sehr interessante Zeugen gehört aus der Arbeitsebene des BND, würden die gerne in der nächsten Woche weiterhören. Das erachten wir für sehr sinnvoll und auch sachdienlich, diese Zeugen zuerst zu hören, bevor dann die Vorgesetzten dieser Zeugen zu Wort kommen und wir dann schließlich auch die politische Ebene bei uns im Ausschuss haben. Das wollen wir auch vor der Sommerpause schon tun. Also wir würden gerne auch mit den ehemaligen Kanzleramtsministern vor der Sommerpause die Befragungen abschließen. Mit wem genau und wann? Die Termine sind jetzt noch nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall spätestens am 2. Juli in der letzten Sitzungswoche mit Herrn Steinmeier, Herrn Pofalla und Herrn de Maizière. Okay, Herr von Notz, also erstmal die Fachebene hören und dann die großen Namen. Geht das auch mit Ihnen konform? Naja, wir hätten uns gewünscht, dass jetzt, wo die Diskussion vor allen Dingen um Herrn de Maizière sich so zuspitzt und die Kanzlerin Aufklärung versprochen hat, dass Herr de Maizière eben nicht nur vor das parlamentarische Kontrollgremium geht, ein streng geheimtagendes Gremium ohne Protokoll, ohne Wahrheitspflicht, ohne dass danach ein Mensch darüber reden darf, was dort gesagt wurde, sondern dass man eben in den Ausschuss kommt, der einen Öffentlichkeitsgrundsatz hat, den Untersuchungsausschuss, und sich da erklärt und das möglichst zeitnah. Ich kann es auch politisch nicht ganz verstehen, dass man jetzt das in Kauf nimmt, dass diese Geschichte da 2 Monate vor sich hin brutzelt. Also es ist, glaube ich, nicht hilfreich und die Leute sind nicht so doof, dass sie es vergessen. Also insofern, es wäre gut gewesen, reinen Tisch zu machen. Das war auch nicht der Wille leider der Großen Koalition im Ausschuss. Die haben das verhindert, dass wir die Zeugen vorziehen. Ich kann jetzt damit leben und wir haben tatsächlich sehr spannende Zeugen aus dem BND für diese Fragen mit den Selektoren für die nächsten Sitzungen. Also
langweilig wird uns auch ohne Herrn de Maizière erstmal nicht werden. Jetzt sprechen Sie gerade was an, was im Grunde genommen ja auch eine Wunde ist, zumindest für die Oppositionsseite ganz allgemein, für die Linken und die Grünen, aber auch aus Sicht der SPD, nämlich die Selektorenliste, wo nun über 40.000 Begriffe drauf sein sollen. Ich glaube auch die SPD, wenn ich das ganz richtig verstanden habe und auch ihren Vizekanzler richtig verstanden habe, fordert eine Veröffentlichung und bringt damit Frau Merkel in die Bredouille. Nee, wir fordern keine Veröffentlichung, wir fordern eine Einsicht für die, eine Einsichtnahme, genau, durch die Mitglieder des Untersuchungsausschusses und auch durch die Mitglieder des parlamentarischen Kontrollgremiums. Wir glauben, es muss unbedingt die Möglichkeit bestehen, dass sich die Parlamentarier selbst ein Bild vom Ausmaß und vom Umfang dieser Affäre machen. Wir müssen ja auch uns mal eines vor Augen halten. Nur durch die Arbeit des Untersuchungsausschusses hat das Kanzleramt als Rechts- und Fachaufsichtsbehörde über die Geheimdienste überhaupt Kenntnis von der Existenz solcher Listen erhalten. Also hätten wir sozusagen nicht solche Beweisanträge gestellt, mehrfach und hartnäckig, dann wäre dieser Vorgang, ich sage mal, in irgendeiner Unterabteilung des Bundesnachrichtendienstes weiter unter dem Teppich geblieben. Und das ist ja auch etwas, was eigentlich völlig unverständlich ist. Man schlägt sich ja vor dem Kopf, wie wenn man hört, dass Mitarbeiter, verantwortliche Führungskräfte im Bundesnachrichtendienst in Zeiten, wo ein Untersuchungsausschuss im Parlament sich konstituiert hat, wie sie so wenig Sensibilität eigentlich haben können, dass dieser Vorgang nicht dem Präsidenten sofort gemeldet wird, dem Präsidenten des Bundesnachrichtendienstes und auch unverzüglich nicht dem Kanzleramt gemeldet wurde. Also insofern, wir haben unsere Arbeit gemacht und wir fordern natürlich jetzt auch Einsichtnahme. Ich habe Verständnis dafür, dass man im Konsultationsverfahren die Amerikaner befragt. Das ist so vereinbart. Aber am Ende muss eine eigene souveräne Entscheidung der deutschen Bundesregierung stehen, namentlich des Kanzleramtes. Und nach meinem Dafürhalten kann die nur lauten, Vorlage der Liste in einem geeigneten Verfahren. Teltower-Verfahren oder sowas zum Beispiel. Treptow-Verfahren, so hat es Herr Gabriel zum Beispiel beschrieben. Ja, also wenig Sensibilität, hat Herr Fliese gesagt. Und gleichzeitig aber trotzdem gibt es den Druck der Öffentlichkeit, diese Liste zu veröffentlichen. Also da, beziehungsweise ihn zugänglich zu machen, wenn wir jetzt diesen Passus so aufnehmen. Warum dann also jetzt dieses lange Hin und Her darum? Ich glaube, wir haben da Verpflichtungen auch gegenüber unseren Verbündeten, gegenüber unseren Partnern. Es gibt ein geordnetes Verfahren für solche Fragen und das sollten wir auch einhalten an dieser Stelle. Die Bundesregierung hat zugesagt, das Verfahren auch schnell zu betreiben. Und jetzt warten wir doch mal ab, wann wir die Antwort bekommen. Ich bin überzeugt davon, dass das der richtige Weg ist, das so zu machen und keine Entscheidung da vorwegzunehmen. Also, ich halte das für sehr riskant, wenn ich da mal kurz was sagen darf. Okay, da kommt davon jetzt gleich. Der politischen Beobachtung von außen, weil die SPD hier eine Forderung stellt, in der Koalition, in der gemeinsamen Regierungsverantwortung, die für die Regierung dann und für die Kanzlerin ein Riesendilemma erzeugt und für den SPD-Außenminister Steinmeier, der vielleicht darüber auch ein bisschen anders denkt als die Parlamentarier. Denn über die operative Arbeit der Geheimdienste sozusagen so offen zu legen, bei aller Kritik an Geheimdiensten, die ich auch oft habe, Geheimdienste sind aber Geheimdienste und Geheimnisse sind Geheimdienste und arbeiten geheim. Und wenn dies so offengelegt wird, diese Listen, ich glaube nicht, dass die Amerikaner einfach dem zustimmen werden. Ja. Und das wird ausgehen, dann wird das Hornbänder geschießen. Ja. Sie fordern es und es wird nicht gemacht. Und es ist dann so ähnlich wie mit dem No-Spy-Abkommen. Das wurde gefordert und wird nicht gemacht. Und dadurch wird nur noch mehr Misstrauen erzeugt und Vertrauen zerstört. Okay, zu No-Spy kommen wir gleich. Aber Herr von Notz hat ja im Grunde genommen, und ich glaube auch die Linken, die hatten ein Ultimatum mal letzte Woche gestellt, ist jetzt längst abgelaufen. Aber aus ihren Reihen heißt es auch, die Fraktionsvorsitzende hat sich da, glaube ich, eingelassen. Also sie würden einen Weg nach Karlsruhe durchaus in Erwägung ziehen. Wovon hängt das jetzt genau ab? Vom Zeitpunkt oder von was jetzt wirklich rauskommt? Also vielleicht mal korrespondierend auf das, was Sie gesagt haben. Ja. Es geht nicht um eine Frage der Exekutive. Dass Herr Steinmeier da vielleicht irgendeine Meinung zu hat, das kann gut sein. Es geht hier um das Recht des Parlaments, parlamentarische Kontrolle ausüben zu können. Und wenn wir diese Listen nicht sehen können, dann können wir nicht beurteilen, was hier überhaupt passiert ist. Es geht nicht darum, die offen zu legen und die sollen auch nicht bei Phoenix sozusagen unten im Fließtext durchlaufen, die Selektoren, sondern unser Ausschuss muss ein geeignetes Verfahren finden, da reinzugucken. Und ich sag mal, es geht uns im Grunde, je länger ich drüber nachdenke, auch nicht nur um die aussortierten Begriffe,
Sondern die interessante Frage ist ja, die Bundesregierung hat jetzt die IP-Datenaustauschkooperation eingestellt. Da geht es um Millionen von anderer Selektoren. Und eigentlich ist das Interessante, welche Selektoren die letzten Jahre gelaufen sind und eben nicht aussortiert wurden. Und auch da muss man reingucken. Und dann kommen immer gleich die Leute, die sagen, ja, also da darf man ja dann die Terroristen, deren Telefonnummern da stehen und so. Das können die gerne schwärzen. Uns geht es nicht um die einzelnen Terroristen-Telefonnummern, sondern uns geht es darum, ob da strukturell politische Informationen abgeflossen sind, Wirtschafts- oder Industriespionage, man nenne es, wie man es will, passiert ist. Und das kann man nur beurteilen, wenn das Parlament diese Listen sehen kann. Und deswegen, da stimme ich Herrn Fliesek total zu, diese ganzen Sachen sind nur rausgekommen aufgrund der Arbeit des Untersuchungsausschusses. Und es ist ein Treppenwitz, dass jetzt dem Untersuchungsausschuss diese Beweismittel vorenthalten werden. Die er quasi im Grunde genommen durch seine Arbeit angeregt hat. Und wenn die Liste dann doch kommt, also ich erkläre hier für Phoenix schon mal unsere Bereitschaft, die dann doch in diesen Fließtext reinzunehmen, weil das wäre in der Tat der Hit des Jahres. Angesprochen wurde, Frau Wagner, das No-Spy-Abkommen. Also der Schriftverkehr sagt, die Amerikaner haben uns das nie angeboten, zumindest wenn man diesen E-Mails glauben darf, die am Wochenende da veröffentlicht wurden. Die werden das wohl auch nie tun. Wir waren niemals im Bereich der Five Eyes. Wir sind eher im ganz erweiterten Kreis dessen, was die Amerikaner ihre engsten Freunde nennen. Warum dann diese Aussagen im Wahlkampf 2013? Wenn Sie sagen, dass sich aus dem Schriftverkehr, der veröffentlicht worden ist, ergibt, dass alles gelogen ist, dass es dieses Angebot zum Abschluss des Abkommens nie gegeben hat, dann ist das, also gelogen ist habe ich nicht gesagt, ist es nicht richtig. Nun steht ja das meiste, was in diesen Mails steht, beziehungsweise was in der Süddeutschen geschrieben wurde, ja in geheimen Akten. Deswegen kann man auch schwierig in der Öffentlichkeit drüber sprechen. Aber ich glaube, so viel kann man sagen, dass die E-Mails da verkürzt, entstellt und tendenziös abgedruckt wurden. Und wenn man die Akten kennt, ergibt sich nämlich ein ganz anderes Bild. Da gab es nämlich Verhandlungen, da gab es auch ernsthafte Verhandlungen. Und die Verhandlungen haben auch nicht im Herbst 2013 geendet, sondern selbst Außenminister Steinmeier hat bei seiner Reise im Februar 2014 in die USA noch mit seinem amerikanischen Gegenpart über ein No-Spy-Abkommen gesprochen. Und ob der dann tatsächlich der CDU noch nachträglich im Wahlkampf helfen wollte, das glaube ich jetzt mal nicht. Also es gibt genug Hinweise, auch in öffentlich zugänglichen Materialien des Ausschusses, dass ernsthaft über ein solches Abkommen gesprochen wurde und dass man auch ja bis heute noch an einem Abkommen, an einem neuen Memorandum of Agreement zwischen den Diensten verhandelt. Bevor gleich Herr von Notz kommt, der schon mehrfach den Kopf geschüttelt hat, müssen wir den Herrn Fliesek bringen. Also von der SPD-Seite haben sich ja sehr viele Menschen geäußert. Der Parteivorsitzende und Vizekanzler, die Generalsekretärin, da ist von Täuschung gesprochen worden, von einem offensichtlichen Versagen von Frau Merkel. Warum gefährdet die SPD da so offensichtlich den Koalitionsfrieden? Das ist ja hochgefährlich, was sie da tun. Nun, man muss zunächst einmal feststellen, wenn von einem No-Spy-Abkommen geredet wird, dann wird damit natürlich eine Erwartungshaltung geschürt. Ich sag mal, selbst Menschen, die sich nicht jeden Tag mit Geheimdienstarbeit beschäftigen, haben eine klare Vorstellung davon, was ein No-Spy-Abkommen ist, nämlich, dass man sich nicht wechselseitig ausspioniert. Nichts anderes steckt ja hinter diesem Begriff. Und ich habe viele Gespräche jetzt mit Menschen geführt, die sich seit vielen Jahren mit Geheimdienstarbeit beschäftigen und auch mit weltweiten Kooperationen. Und alle sagen mir, No-Spy-Abkommen gibt es noch nicht einmal innerhalb dieses Five-Eyes-Verbundes. Also selbst die Staaten, die aufs engste kooperieren in Geheimdienstfragen, selbst die haben noch nicht einmal ein solches No-Spy-Abkommen untereinander, beispielsweise Briten und Amerikaner. Jetzt stellt sich dann natürlich ganz normal die Frage, warum sollten die Amerikaner ausgerechnet mit dem Staat, mit dem Land, zum Beispiel aus dem einer der 9-11-Attentäter, Mohammed Attar, kommt. Ja? Warum sollten die ausgerechnet mit diesem Land ein No-Spy-Abkommen abschließen? Viele sagen mir auf meine Frage hin, ob das realistisch ist, nein, das ist eigentlich völlig fernliegend. So. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht in den ganzen Verhandlungen durchaus Zeichen der amerikanischen Seite gegeben hat, dahingehend, dass man die Geheimdienstarbeit, die Kooperation und auch die vertraglichen Grundlagen intensiviert. Mhm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Amerikaner jemals unter dem Etikett No Spy wirklich ernsthafte Verhandlungen aufgenommen haben. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es Verhandlungen darüber gab, ob man die Zusammenarbeit intensiviert. Vielleicht auch auf einer vertraglichen Grundlage. Mhm.
Was ich feststelle ist, wir haben als Untersuchungsausschuss die Aufgabe, auch das aufzuklären zunächst einmal. Wir werden dazu die entscheidenden Zeugen hören. Das sind die Herren vor allen Dingen, die damals hin und her gefahren sind zwischen Deutschland und den USA und diese Verhandlungen versucht haben zu führen. Ich meine, da sind ja auch Zitate gefallen wie, es gibt ein Angebot der Amerikaner. Das ist in der Öffentlichkeit gemacht worden und nicht in irgendeiner E-Mail. Ganz genau. Und wenn ich höre, es gibt ein Angebot, dann habe ich auch wiederum die Vorstellung, da gibt es einen konkreten Text, so könnte es ausschauen, Eckpunkte, was auch immer. Und jetzt müssen wir nur noch entscheiden, ob wir das so machen wollen oder nicht. Also wir haben ja festgestellt, das hat sich alles in Luft scheinbar aufgelöst. Mhm. Und deswegen, wir werden dem nachgehen, diesen Sachverhalt, der ist aufzuklären. Wir werden dann in der bewährten Manier ihn auch zu bewerten haben. Und erst dann wird es die Frage nach Konsequenzen natürlich auch geben. Mhm. Also Licht in diesen Nebel bringen. Sie hatten ja das Nebelkerzenbild verwandt. Herr von Notz, jetzt hat Frau Wagen argumentiert und hat gesagt, da ist alles verkürzt jetzt dargestellt worden. Und gleichzeitig, wenn man jetzt die ganzen Unterlagen kennen würde, wäre das alles ganz anders. Wie plausibel ist das für Sie mit Ihrer Erkenntnis? Also, ich will es mal so sagen, ich fand das nicht total unschlüssig, was ich gelesen habe. Und die Dinge stellen sich meiner Ansicht nach sehr ähnlich dar. Aber natürlich ist dadurch, dass eben so vieles, was wir bekommen, geheim und streng geheim gestempelt ist und eben von der Öffentlichkeit komplett ausgeschlossen ist, ist es eben sehr schwierig, jetzt auch für die Bundesregierung da Transparenz herzustellen. Ich glaube, was man unstreitig sagen muss, ich würde das Wort Lüge nicht in den Mund nehmen, aber man hat manipulativ im Wahlkampf agiert. Und es ist eben nicht das erste Mal. Ja, wir haben dieses wunderschöne Beispiel, da geht es um die Frage der Drohnen und ob diese Drohnen aus Deutschland gesteuert werden. Die Bundesregierung hat immer gesagt, nö, also haben wir gar keine Erkenntnis drüber. Jetzt stellt sich raus, dass also über Rammstein diese Drohnen gesteuert werden. Ja. Und es war ganz klar, die Fragen zielten natürlich auch darauf ab. Und jetzt sagt man aber sehr haarspalterisch, nein, 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 das habt ihr ja nicht gefragt. Also über Deutschland, klar, ja, aber nicht aus Deutschland. Und wenn man diese Haltung sieht, wie eben auch mit parlamentarischen Fragen, mit Anfragen von Journalistinnen und Journalisten die letzten Jahre von der Regierung Merkel umgegangen wird, dann ist es nur logisch, dass denen das jetzt auf die Füße fällt. Man wollte damals im Bundestagswahlkampf 2013 dieses Thema, hatte man Sorge, entwickelt sich das noch zum großen Wahlkampfhit der Opposition und da wollte man den Deckel drauf machen. Ja. Und das hat Bofalla getan und das muss sich Frau Merkel 1:1 zurechnen lassen, dass das eben nicht aufrichtig und nicht lauter war. Ja. Und es war eben nicht bestes Wissen und Gewissen, eben nicht. In der 2015er Lesart heißt das jetzt nach bestem Wissen und Gewissen. So ist jetzt die aktuelle Sprachregelung. Unlauter ist aus meiner Sicht, wie verkürzt und auch tendenziös das momentan in der Presse dargestellt wird. Wie schnell man zu dem Ergebnis kommt, das hat alles damals nicht gestimmt. Man wollte den Wähler täuschen, man wollte den Bürger in Sicherheit wiegen. Ich kann da nur das Studium der Akten auch empfehlen. Das, was damals gesagt wurde, konnte man so vertreten nach bestem und Gewissen, Wissen und Gewissen. Das haben die Verhandlungen hergegeben. Und ich finde es einfach nur verkürzt, jetzt schon vom Ende her zu denken und zu sagen, die Bürger wurden hinter die Fichte geführt. Das ist so nicht zutreffend. Und die Kollegen, die das tun, tun es aus meiner Sicht aus durchschaubaren Motiven. Aber ich glaube, das Thema ist viel zu heikel, um jetzt ein vorgezogenes Wahlkampfthema draus zu machen. Und wie der Kollege schon sagt, wird es eine Frage sein, die uns im Ausschuss auch beschäftigen wird und beschäftigen muss. Und dann werden wir gründlich nachgehen. Und übrigens, dieses hinter die Fichte geführt, das kommt ja von Ihrer ehemaligen Koalitionspartnerin, Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, hat sich ja eine ehemalige FDP-Bundesjustizministerin in diese Art eingelassen. Übrigens hat sie noch eins draufgelegt. Sie hat gesagt, der Wähler solle nicht hinter die Fichte geführt werden. Ja. Und dahinter würden dann Potemkinsche Dörfer aufgebaut. Ja, das stelle ich mir schön vor. Die Dörfer hinter der Fichte, das ist also ein Doppelbild, das kann man so richtig genießen. So malerisch ist nur die außerparlamentarische Opposition. Das wird dann auch wieder anders, je nachdem, was da ist. Aber jetzt würde ich Sie ganz gerne da verknüpfend mit einer Frage wieder reinbringen. Also mal unabhängig davon, wie es am Ende gelaufen ist, das werden ja die Damen und Herren Parlamentarier hier im Ausschuss dann noch herausarbeiten. Aber in so einem Wahlkampf, wie geschmeidig, ich sage es jetzt bewusst vorsichtig, wie geschmeidig darf man mit Wahrheit umgehen? Ja, natürlich muss man manchmal in der Politik mit Wahrheit etwas geschmeidig umgehen. Das ist nun mal die Lebenserfahrung. Aber bewusst etwas so sehen wollen, wie das vielleicht
Pofalla und das Kanzleramt damals gesehen hat, 2013, und so sagen, und dann sagen, ja, das war unser bestes Wissen und Gewissen. Nach allem, diese Erzählung, die wir jetzt lesen können in Süddeutschland, ist sehr plausibel. Und das ist schon ein großes Problem. Es ist wieder ein Problem von Vertrauen und Misstrauen. Aber andererseits, sagten Sie vorhin vor Aarland, warum stört die SPD mutwillig den Koalitionsfrieden? Der Koalitionsfrieden steht nicht im Grundgesetz. Eine Koalition ist ein Bündnis auf Zeit von zwei Wettbewerbern in der Politik. Und die werden den nächsten Wahlkampf gegeneinander führen. Müssen, soll noch zwei Jahre weg sein, angeblich. Ja, okay. Der ist noch zwei Jahre weg. Aber nach der Wahl ist vor der Wahl. Und jetzt haben wir schon zwei Jahre vorbei. Und deswegen sind die beiden großen Parteien darauf angewiesen, sich zu profilieren. Und wenn es nicht völlig unter die Gürtellinie geht, dann ist das legitim. Weil die Wähler auf beiden Seiten davon bezeugt werden müssen, unsere Partei bietet das beste Angebot. Und insofern ist es eher erstaunlich, wie friedlich die Große Koalition bisher miteinander umgegangen ist. Das ist auch in der Vergangenheit, in den anderen großen Koalitionen, hat ja schon zwei andere gegeben, meistens nicht der Fall gewesen. Da wurde sich auch schon in der Koalition ab und zu heftig gezankt. Das ist also, Zank ist natürlich etwas aus dem Kindergarten, aber Streit und Konflikt in einer Großen Koalition ist normal. Okay, nur, dass ich das richtig verstanden habe, Herr von Alemann. Sie halten das für absolut normal, dass im Frühsommer 2015, zwei Jahre vor den Bundestagswahlen, der SPD-Chef und Vizekanzler schon auf Wahlkampfmodus schaltet? Ich halte es für normal. Wahlkampfmodus muss nicht sein, weil der Wahlkampf begrenzt sein sollte. Aber dass man als zwei große Regierungsparteien. Ich meine, wir müssen ja mal über Herrn Seehofer in der Koalition reden. Der ist auch nicht müde, schon seit längerem die CSU in dieser Koalition zu profilieren gegen die anderen beiden Parteien. Also dass man in einer Partei, in einer Koalition sich als Partei profiliert und sagt, hier ist aber unser wichtiges Gut verletzt. Das halte ich für normal. Aber da darf ich vielleicht eine Sache zu sagen. Ja, und dann also ich würde die These wagen, in den Raum zu stellen, dass eine Koalition zwei Seehofers nicht erträgt. Ja? Und es ist schon ein bemerkenswerter Vorgang, wie das gelaufen ist. Ich selbst fand es auch interessant, was Herr Gabriel erzählt hat. Aber vor einem Koalitionspartner ist das starker Tobak. Grundsätzlich ist es gut, wenn es der Wahrheitsfindung dient und so. Die Frage ist natürlich, wie da wieder ein Vertrauensverhältnis entstehen soll, wenn man eben so gezielt gegen die Leute vorgeht, mit denen man ja immerhin die Regierung stellt. Also das ist schon ein drastischer Schritt gewesen und jetzt muss man mal gucken, ob man das wieder flicken kann. Ich würde denken, dass das Vertrauen weg ist. Ja, Sie heben nochmal ab auf die Äußerung von Herrn Gabriel vor dem Hintergrund seiner Parteizentrale, wo er quasi sich geäußert hat. Er hat zweimal die Kanzlerin gefragt nach Wirtschaftsspionage. Sie hat zweimal verneint und er hat jetzt keinen Zweifel, ihr zu glauben. Das hat sie in den Fokus gerückt und das hat er ja nicht einfach so aus einer Laune herausgemacht. Er hat sich ja vorher abgesichert. Warum dieses Manöver? Also bitte eines nicht zu vergessen. Also ich glaube, dass hier manchmal zu viel Taktik hineingeheimst wird. Herr Gabriel ist nicht nur Parteivorsitzender der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Er ist auch Vizekanzler und Bundeswirtschaftsminister. Und wir hatten eine Äußerung vom BDI-Präsidenten Grillo in den letzten Tagen vernehmen können, der davon gesprochen hat, dass aufgrund dieser Affäre das Vertrauensverhältnis zwischen Staat, Regierung und der deutschen Industrie mehr als angespannt ist. Das sind sehr klare und deutliche Worte, eigentlich Worte, wie man sie selten vernimmt von einem BDI-Präsidenten. Und ich glaube, dass es die vornehmste Pflicht eines Bundeswirtschaftsministers ist, in einer solchen Situation zu reagieren, indem er diejenigen Personen in der Regierung befragt, die das wissen müssen, wo alle Informationen zusammenlaufen. Das ist nun mal, was die Geheimdienste betrifft, das Kanzleramt. Und ich glaube auch nicht, dass er irgendwelche Geheimnisse hier verraten hat, sondern er hat deutlich gemacht, dass er die Kanzlerin befragt hat und die Auskunft war negativ. Und dass er hat es nochmal darin bekräftigt, dass er gesagt hat, er glaubt ihr das auch, ja? Weil er davon ausgeht, dass dort die Informationen zusammenlaufen. Ich glaube, das ist seine Pflicht, das zu tun und dass da nachträglich jetzt Wahlkampf, Vorwahlkampf, Taktik reingeheimst wird. Ich glaube, das ist nicht der Fall, sondern hier geht es wirklich darum, einen ganz schwerwiegenden Sachverhalt wirklich auch
zu erklären, was ist da dran, was ist da nicht dran. Weil die deutsche Industrie kann nicht warten, bis wir unseren Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses vorlegen. Ja. Frau Wagen, was macht das mit Ihnen, wenn Herr Fliesek jetzt hier argumentiert, dass der Wirtschaftsminister Gabriel quasi auch aus Verantwortung Herrn Grillo gegenüber genauso handeln musste? Wird das Frau Merkel und Ihnen reichen? Nein, ich glaube, dass er genauso gut auch eine Verantwortung hat, die Arbeit des Ausschusses nicht dadurch zu torpedieren, dass er Ergebnisse des Ausschusses schon vorwegnimmt und versucht, Dinge zu unterstellen, die sich am Ende gar nicht als richtig herausstellen, beziehungsweise für die es auch gar keinen Beweis gibt. Es ist schön, wenn er sich jetzt für die Arbeit des Ausschusses und für unsere Aufklärung interessiert. Bis vor wenigen Wochen hat er zum Beispiel sich nur für seinen Kreativbeauftragten interessiert, den er ja ernannt hat. Es ist schön, wenn er jetzt die Ausschussarbeit auch ernst nimmt, aber doch dann bitte ohne irgendwelche Schlussfolgerungen, die er trifft, ohne irgendwelche Nachweise dafür zu haben. Aber vielleicht noch mal eine kurze Intervention. Er hat, das Einzige, was er gesagt hat, war, er hat gefragt, ob es in der Bundesregierung Hinweise auf Wirtschaftsspionage durch die Amerikaner jenseits von ERDS und Eurocopter gibt. Das, was wir schon auch aufgrund unserer Akten wissen. Das ist verneint worden. Und genau diese Information hat er der Öffentlichkeit und vor allen Dingen auch der interessierten Wirtschaft präsentiert. Ich halte daran also absolut nichts Verwerfliches. Ich glaube, das ist genau seine Pflicht, das zu tun. Aber Sie hatten gerade dieses Stichwort Vertrauensverhältnis, Herr Fliesek, erwähnt, jetzt gegenüber der Wirtschaft. Und er hat ja schon mal aus einer internen SMS mit Frau Merkel, da waren die noch nicht zusammen in einer Koalition, mal zitiert. Das hatte ihm lange schwer übel genommen, wenn ich das recht erinnere. Vertrauensverhältnis, Herr von Alemann, das ist Ihr Stichwort als Politikwissenschaftler. Wie lässig darf man mit sowas umgehen in einer großen Koalition? Ja, das ist ganz kompliziert. Also jede Koalition ist eine Gratwanderung. Mhm. Die Vorgängerkoalition, die Schwarz-Gelbe, hat das Auseinanderstreben übertrieben und hat gegeneinander gekämpft. Der Bürger hat es überhaupt nicht gut gefunden und hat sie abgewählt. Und es muss immer eine ganz, ganz prekäre Mischung geben aus Vertrauen und aus einem gesunden Misstrauen. Blindes Vertrauen ist ja auch nicht gut. Und gesundes Misstrauen kann gut sein. Also deswegen sieht man an diesen beiden Begriffen, die sind nicht so ganz einfach. Es geht nicht immer nur um Vertrauen. Die müssen sich vertrauen, auch menschlich, in einer großen Koalition, in einer Regierung, auch im Parlament. Die Fraktionsvorsitzenden sind dafür immer ein typisches Beispiel. Aber sie müssen auch sich wiederum gegenseitig profilieren. Und das ist eine ganz, ganz schwierige Gratwanderung im Augenblick. Das habe ich vorhin schon mal ähnlich gesagt. Hat in der ersten Hälfte dieser großen Koalition eher ein Schmuseklima, wenn man von der CSU mal absieht, geherrscht. Und das ist in der zweiten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit müssen die Tore geschossen werden. Solange es 0-0 steht, nutzt es beiden eigentlich nicht. Nun gut, die CDU steht in den Umfragen sehr viel besser da. Aber in der zweiten Halbzeit müssen irgendwann auch Tore geschossen werden. Und insofern sehe ich das nicht als problematischen Wahlkampfaktion an, sondern als eine ganz normale Profilierungsversuch. Ob der tauglich ist, weil die Bevölkerung sich eigentlich für diese geheimen Sachen gar nicht so besonders interessiert, sondern mehr für Wohlstand, Bildung, Arbeitslosigkeit. Ob er also tauglich ist, sich gerade darüber zu profilieren durch die SPD, ist eine andere Frage. Aber diesen Profilierungsversuch finde ich sozusagen ganz normal. Ich nehme mal Ihr Torschießenbild auf und komme zu Herrn von Lotz. Auch die Opposition wird ja versuchen, noch in diesen verbleibenden 2 Jahren weiterhin Tore zu schießen, also sozusagen Vorlagen zu verwandeln, auch wenn das gestern bei Bayern nicht so geklappt hat, zumindest wenn man dann das abschließende Ergebnis anschaut. Würde dazu auch gehören, ein Tor zu schießen, Frau Merkel vor diesen Untersuchungsausschuss zu laden? Sie hatte ihre Bereitschaft erklärt, glaube ich, ne? Ja, das ist sehr gnädig von ihr, dass sie ihre Bereitschaft erklärt. Also ich will noch mal sagen, der Untersuchungsausschuss hat ein geordnetes Verfahren. Wir laden unsere Zeugen und sie haben zu kommen. Ja, und sie müssen dort wahrheitspflichtig aussagen. Und das ist kein Gnadenakt, das zu tun, sondern eine gesetzliche Pflicht. Und Frau Merkel ist auf unserer Zeugenliste seit den ersten Wochen des Ausschusses. Insofern ist das keine große Überraschung, dass sie als Zeugin kommen wird. Die entscheidende Frage wird sein, wann sie kommt. Und wahrscheinlich wird die Koalition, zumindest die Union, versuchen, dass sie auf jeden Fall nur einmal kommt. Und deswegen ist das eine relevante Frage für uns, das vielleicht eben nicht jetzt zu machen, wo wir über viele interessante Punkte des Untersuchungsausschusses, den geheimen Krieg und andere Dinge noch nicht gesprochen haben. Aber wenn ich noch eine Sache sagen darf, vielleicht zu dieser Frage hier eben mit Sigmar Gabriel und diesem Vertrauensbruch. Also die Sache ist eine Petitesse und vielleicht so ein bisschen Rangelei im Vorwahlkampf, wenn die Dinge so bleiben, wie sie sind.
wenn sich herausstellt, dass das falsch ist, was Frau Merkel Herrn Gabriel gesagt hat, dann wird das in die Geschichtsbücher eingehen. Und dann wird die interessante Frage sein, ob jemand in der SPD wusste, dass das falsch ist. Ja, und dann kriegt die ganze Geschichte einen ganz anderen Spin. Und das müssen nur alle auf dem Zettel haben, dass dann eben diese Geschichte, so wie sie jetzt auch im Spiegel stand, ist das eine Falle gewesen oder so, die Diskussion bekommt man dann. Und da kann ich nur sagen, das wird dann eine sehr interessante Diskussion, wer was zu welchem Zeitpunkt wusste, wenn sich eben herausstellen sollte, dass man über mehr als EADS und Eurocopter schon eine Weile wusste. Ich kann sagen, ohne große Geheimnisse zu verraten aus unseren Akten, wir stellen uns diese Frage schon länger und Hinweise darauf, dass in dieser Kooperation die NSA nicht immer sauber agiert hat, gab es eine ganze Reihe. Und dass das komplett am Bundeskanzleramt vorbeigegangen ist, kann man sich gar nicht vorstellen. Also insofern kann diese kleine Petitesse schon noch eine gewisse Sprengkraft entwickeln. Und dann bin ich mal sehr gespannt, wie die Geschichte erzählt wird. Immerhin läuft ja diese Abhöraktion, Frau Wagen, seit 2004. Das Memorandum of Agreement wurde ja 2002, wenn ich das recht weiß, unterzeichnet, damals noch von Kanzleramtsminister Steinmeier. Also die Frage der Plausibilität auch des Informationsflusses, das ist etwas, was Sie ja als Parlamentarierin in der Aufklärung auch im Blick behalten müssten. Und manches scheint nicht rund zu sein, dass man irgendwie die Dinge nicht wissen wollte über viele Jahre im Kanzleramt. Das ist natürlich der Kern unseres Untersuchungsauftrages, nämlich zu schauen, wer hat wann was gewusst, zu schauen, welche Dinge laufen nicht rund innerhalb des BND, an welcher Stelle wurde gegen das Memorandum of Agreement verstoßen. Das sind alles wichtige Fragen. Wir stellen uns ja zum Beispiel auch die Fragen, gab es Grundrechtsverletzungen, wurde gegen deutsche Interessen verstoßen. Da arbeiten wir schon Wochen und Monate dran und wir tun das auch sehr gründlich. Und deswegen werden wir das auch weiterhin so tun, wie wir das bisher gemacht haben. Und wenn wir dann am Ende alle Fakten auf dem Tisch haben, dann können wir die bewerten und dann zu Schlussfolgerungen und zu Konsequenzen kommen. Mhm. Sie sind also eine Frau mit großer Geduld, die das alles nacheinander abarbeitet. Herr, das muss alles ein System haben. Ja. In der Tat, da werden Ihnen die meisten auch hier in der Runde folgen. Herr von Alemann, jetzt hat Herr von Notz noch mal diesen Punkt angesprochen, der tatsächlich etwas sensibel ist. Was ist, wenn eine öffentlich belastete und bewährte Aussage sich im Nachhinein dann doch noch mal anders darstellt? Konkret gefragt, wie eng kann das für Frau Merkel werden? Auch alleine das, was wir jetzt schon kennen über diese No-Spy-Geschichte und die Frage auch der Argumentationspolitik im Kanzleramt dazu im Wahlkampf. Wie sehr nagt das an der Glaubwürdigkeit? Frau Merkel hat einen ungeheuren Vertrauensvorschuss und Vertrauensvorrat aufgebaut in ihren 13 Jahren jetzt als Kanzlerin. Sie regiert schon lange und sie regiert sehr erfolgreich. Und es kommt einem so vor, als würde sie ewig regieren können und würde sie gar nicht älter werden. Und das wäre natürlich ein Fehler. Ein 13 Jahre altes Auto gehört schon zu den, nicht zu den Oldtimern, aber zu den Youngtimern heißt das, glaube ich, heute. Mhm. Und hat Beulen und Kratzer. Und irgendwann geht es aber auch an das Getriebe und an den Motor und die Kupplung. Irgendwann, nach 15, 16, 17 Jahren, läuft der Wagen nicht mehr rund. Und das so große Vertrauen, das Frau Merkel immer noch genießt, könnte durch Dinge, die dann nicht mehr Nadelstiche sind, sondern die richtig kleine Dellen im Lack sind, könnte dann doch irgendwann kippen und zu einer Sättigung führen. Und insofern sollte Frau Merkel da sehr sensibel mit solchen Sachen umgehen. Und nicht die Wahrheit zu sagen, das gehört zu dem, was am allerwenigsten das Publikum gutiert. Hm. Was müsste passieren, also dass es kippt? Also es müsste ein öffentliches Eingeständnis sein? Sie müsste zwei Dinge tun, öffentlich und vertraulich. Sie müsste vertraulich versuchen, ganz intensiv mit ihrem Vizekanzler, mit Herrn Gabriel, intensive persönliche Gespräche zu führen, um Unstimmigkeiten auszuräumen. Da muss durch solche Akte muss wirklich ein intensives Vertrauen versucht werden, wiederherzustellen. Ich weiß nicht, ich kenne Ihren Zeitplan nicht, ich weiß nicht, ob sie dieses tut. Ich würde es ganz stark raten, dieses intern zu tun.
und extern zu versuchen, soweit sie es irgendwie kann, bei Geheimdienstaffären kann man ja nicht alles öffentlich machen, soweit sie es irgendwie kann, mehr als über dieses Schlagwort, ja, nach bestem Wissen und Gewissen, das macht ja, das wird ja jetzt so oft gesagt, auch von ihrem Regierungssprecher, dass man gleich schon wieder misstrauisch wird. Da will man doch ein bisschen mehr hören. Ja. Da will man ein bisschen mehr hören. Und ich glaube, Frau Merkel müsste sie müsste das jetzt ernst nehmen und müsste dieses beide tun, öffentlich und vertraulich. Okay, jetzt müsste Herr Fliesek dazu Stellung nehmen. Also Frau Merkel, wenn die jetzt die Bereitschaft hat, in das Vertrauensverhältnis mit Herrn Gabriel zu investieren, Sie kennen das naturell von Herrn Gabriel wahrscheinlich am besten von uns, ist er auch bereit, diese Investition zu tätigen? Ach, wissen Sie, die Koalition, die funktioniert seit Beginn reibungslos. Es gibt immer wieder mal bei einzelnen Themen. Mindestlohn. Ja, natürlich. Aber das ist natürlich auch der Ausgangsbasis geschuldet. Es waren sehr unterschiedliche Wahlkampfprogramme. Man hat sich aber auf einen Koalitionsvertrag verständigt. Und was wir feststellen ist, dass eigentlich alle Projekte aller Parteien, ja, die als wichtig für die jeweilige Partei artikuliert worden sind, dass die umgesetzt werden. Ja, das ist ja das Schlimme. Deswegen geht's jetzt hier los. Ja, aber das ist doch erstmal gut fürs Land. Ich meine, wir machen ja eine Koalition nicht zur Belustigung der Medien, oder, sondern wir machen eine Koalition, damit Deutschland gut regiert wird. Und wir haben jetzt nun mal, wir kommen jetzt langsam in die Halbzeit rein, wir haben jetzt eine erste Halbzeit hinter uns, wo der Koalitionsvertrag sauber und geräuschlos abgearbeitet worden ist. Und ich sage mal, das ist erstmal etwas, was man auf der Habenseite verbuchen sollte und von dem auch diese Koalition profitiert. Und was auch, wenn man über Vertrauensreservoir oder Reservat redet, was auch ein Vertrauensvorschuss für diese große Koalition ist in der Bevölkerung. Ja. Weil ich glaube, die meisten Deutschen fühlen sich momentan ganz gut regiert. Und wir haben nicht vor, das zu ändern, sondern wir haben noch einiges vor. Ich glaube, das gilt für alle Parteien, die beteiligt sind an dieser Koalition. Und da ist natürlich der Kitt, wenn man so will, ist Vertrauen, und das werden wir weiterhin aufrechterhalten, weil wir auch bis 2017 erfolgreich weiterregieren wollen. Aber Sie müssen doch an Ihren 25% verzweifeln, dass Sie nicht belohnt werden die vom Wähler durch die schöne erste Halbzeit, die Sie hingelegt haben, mit diesen schönen sozialdemokratischen Projekten. Und der Wähler, der undankbare Kerl, der hat immer noch 25% in den Umfragen bei Ihnen stehen. Vielleicht dazu nur ganz kurz, aber wenn ich das, was Sie heute ja auch hier gesagt haben, und wenn ich Ihre Kollegen ernst nehme, ich höre ja da gut hin, dann ist das ja im Prinzip die Aussage immer, man wird nicht für Krawall belohnt, ja, sondern man wird für solides Regieren und für gute Themen, die man setzt, belohnt. Mhm. Und wenn ich diese These ernst nehme, und ich nehme sie ernst, dann sind alle gut beraten, sich daran zu halten. Okay. Jetzt hat Frau Wagen, Herr Fliesek, gesagt, Sie haben, er hat das im Grunde genommen auf der Habenseite gebucht, Sie haben eigentlich schon fast alles abgearbeitet auf diesen Koalitionsvertrag, diese großen Geschichten. Das heißt, wenn man eigentlich fast schon alles erledigt hat, dann wächst die Gefahr, dass man zu Dummheiten neigt und gewisse Dinge tut, die man, wenn man hart arbeiten muss und noch mal am Ziel ist, da nicht so tut. Jetzt ist also die Frage, wie viel, sagen wir mal, Vertrauen und Wille zum gemeinsamen Miteinander ist jetzt noch übrig für den Rest der Wegstrecke? Ich kann natürlich nicht genau nachvollziehen, warum jetzt etwa der Herr Gabriel da auch von roten Linien gesprochen hat gegenüber der Kanzlerin. Da kann ich mich nicht in ihn reinversetzen. Ich glaube, auch wie der Kollege das gesagt hat, dass die Zusammenarbeit auch bei uns im Ausschuss, aber insgesamt in der Koalition sehr gut und sehr vertrauensvoll ist. Die Kanzlerin genießt in Deutschland, aber auch in Europa und international ein großes Vertrauen. Sie wird ihrer Verantwortung auch gerecht, und dass natürlich aus taktischen Gründen der ein oder andere versucht, dieses Bild auch zu zerstören, das ist nachvollziehbar. Ich glaube, dass wir vor allem in unserer Arbeit im Ausschuss weiterhin gemeinsam im Aufklärungsinteresse, das wir gemeinsam haben, gut vorankommen werden. Und ich glaube auch, dass die Kanzlerin uns gegenüber, aber sicherlich auch in der Öffentlichkeit, dann ihr Handeln in dieser Angelegenheit erklären wird. Und da bin ich guter Dinge. Mhm. Herr von Notz, vielleicht noch mit einer Bitte um ein Mini-Statement. Wenn Sie diese Eintracht jetzt hier sehen, wo bleiben Sie da als Opposition? Sie müssen ja einen Ansatz finden. Ja, da ist viel Platz, kann ich nur sagen, und dafür bin ich sehr dankbar. Nicht, wenn Union und SPD so eng ineinander kuscheln, dann muss das so sein und auch so wahrgenommen werden. Insofern ist das schön, aber ich glaube, dass die strategische Ausgangssituation massiv schwierig ist. Und im Grunde ist es so, also erstmal, ich widerspreche, dass
diese Projekte, jeder hat was bekommen und deswegen ertragen alle die anderen, dass das gut fürs Land ist. Ja, also ich sehe nicht, wo die Maut gut fürs Land ist. Und ich glaube, das sehen auch wenig Leute bei der SPD, was eigentlich gut an der Maut ist. Außer, dass die CSU dokumentiert, dass sie das ganze Land trollen kann. Ja, aber sei es drum. Trotzdem ist es so, wenn die Dinge jetzt umgesetzt sind, dann ist das im Grunde, der Treibstoff ist weg. Und wie soll denn ein Bundestagswahlkampf 2017 aussehen in der Konstellation, in dieser engen Umarmung? Ja. Ja? Wie soll das aussehen? Und deswegen, ich sehe in der zweiten Halbzeit großes Chaos auf uns zukommen. Und insofern kann man mal sehr gespannt sein, wie man sich aus dieser Umarmung löst. Und ich befürchte, es wird in ziemlichem Krawall enden. Vielen Dank, Herr von Notz, vielen Dank, Frau Wagen, Herr Fliesek, Herr von Ahlemann. Wir werden das bei einer der nächsten Sendungen zum Thema machen, die sozusagen Entarmung, das Ende der Umarmung, der aufziehende Bundestagswahlkampf 2017. Aber das ist noch ein bisschen hin. Danke, dass Sie heute mit uns waren und weiter gute Informationen bei Phoenix. Dankeschön. Ja.